Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen 3 Uhr nachts Video. Ja, ich dachte mir, wir machen daraus einfach mal eine 3 Uhr nachts Challenge. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber egal. Wir ziehen das jetzt einfach durch. Aber wir haben es noch nicht 3 Uhr, Leute. Jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, Becky, hä, warum meldest du dich jetzt schon? Was ist das? Ich muss mich vorbereiten dafür, denn wir werden heute um 3 Uhr nachts, also ich muss da leider alleine durch, aber ich nehme euch über Kamera ja mit. Ich werde heute um 3 Uhr nachts den Elf on the Shelf Film gucken, weil ihr dafür gestimmt habt. Also brauche ich auf jeden Fall Snacks und Trinken dafür und definitiv Cola, um bis so spät wach zu bleiben, weil jetzt haben wir es schon 21.05 Uhr. Zum Glück haben hier die Supermärkte bis 22, 23 Uhr auf. Also kann ich gemütlich gleich einkaufen gehen dafür und mal gucken, was ich so finde, weil ich probiere ja auch gerne nebenbei was aus und so. Deswegen werden wir jetzt gleich erstmal einkaufen gehen und ich werde mich dafür vorbereiten. Aber danke schön, dass ihr mir in die Kommentare geschrieben habt, welcher Elf on the Shelf Film vielleicht gemeint sein könnte. Denn es gibt einen irgendwie auf Netflix und einen gruseligen auf YouTube. Den habe ich aber jetzt nicht gefunden. Ich weiß nicht, wie der genau heißt, Leute. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr den genauen Titel habt, damit ich den finde, den ihr meint. Und dann schaue ich den auch noch gerne. Lasst also unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ich den gruseligen auch noch gucken soll, von denen ihr geredet habt. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal den auf Netflix gucken, in der Hoffnung, dass der reicht. Und ich mein Geschenk bekomme, weil der Elf on the Shelf hat irgendwie davon geredet, dass ich den Elf on the Shelf Film gucken soll, um mein Geschenk zu bekommen. Obwohl ich eigentlich auf der Liste der Bösen bin. Ja, was macht das für einen Sinn? Ich weiß nicht, ob er den ganzen trauen soll. Und vor allem, woher soll er wissen, wo ich wohne? Und ich weiß nicht so ganz, ob der blufft oder so. Wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, ich gehe jetzt gleich los einkaufen. Dann schauen wir mal, was wir so finden. Und dann bereite ich alles vor. Und dann sehen wir uns um 3 Uhr nachts wieder, um den Film uns reinzuziehen. Da melde ich mich wieder zurück, Leute, um endlich mit der 3 Uhr nachts Challenge zu beginnen. Jetzt kann es losgehen, Leute. Wir haben es mittlerweile fast 3 Uhr. Ich werde jetzt hier alles vorbereiten und dann kann es losgehen mit dem Film. Und ja, falls ihr euch so fragt, Becky, was hast du die ganze Zeit so gemacht? Nicht viel. Ich habe versucht, Serie zu gucken. Ich habe einen Film geguckt, einen kitschigen Weihnachtsfilm. Und ich habe mich versucht, mit Cola wach zu halten und ja, irgendwie die Stunden rumzubekommen. War ziemlich gammelig und irgendwie fühlte es sich so an wie eine Ewigkeit, aber ich habe es geschafft. Und ja, ich freue mich so sehr auf die Dinge, die ich mir geholt habe. Und auf den Film, weil ich bin echt gespannt, worum es da geht. Ob wir irgendwie neue Hinweise dadurch bekommen, weil warum muss ich den gucken? Wenn es denn der richtige ist, ne? Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Jedenfalls dachte ich mir, zeige ich euch eben ganz schnell, was ich mir so geholt habe. Und zwar einmal die Raffaello-Schokolade hier. Oh mein Gott, heißt das Raffaello? Heißt das Raffaello? Ich sage immer Raffaello. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mir die Schokolade geholt, weil, oh mein Gott, da ist angeblich eine Mandelcreme drin und ich liebe diese Creme. Und dann habe ich mir solche Gummibärchen geholt. Das hier. Zimt, also wenn das nicht voll nach Weihnachten klingt, da weiß ich auch nicht. Und das passt perfekt zu Elf on the Shelf. Natürlich durfte aber auch irgendwie was Salziges nicht fehlen. Deswegen habe ich mir Paprika-Ecken mitgenommen. Habe ich noch nie probiert. Keine Ahnung, ob die schmecken. Dann habe ich mir so ein Robbie Bubble Kinderpunsch geholt. Ich war gerade ein bisschen überrascht, als ich mir das in meinen Schneemannbecher gefüllt habe, weil da sind Blubbels drin. Ja, ihr hört richtig, das blubbert. Aber da steht ja Kinderpunsch. Ich dachte, das sei so Punsch. Ich könnte mir es so warm machen und das schmeckt voll lecker. Und keine Ahnung. Aber als ich das da reingefüllt habe, kam so Schaum und es blubberte und so. Ich bin ein bisschen irritiert. Ich weiß nicht, ob ich das jemals getrunken habe. Aber wenn ja, dann war ich wahrscheinlich auch genauso überrascht wie jetzt. Und ja, dann habe ich auch noch so andere coole Getränke hier gefunden. Und mal gucken, was ich davon ausprobiere oder was ich aufspare für eine Overnight-Challenge. Ich habe meine Grandma-Checkdecke hier unten wieder gefunden. Aber Leute, ich habe mir was anderes auch noch geholt hier. Das hier ist eine XXL-Weihnachtssocke. Ja! Man kann sich einfach mal da reinkuscheln. Und dann ist man in einer riesigen Weihnachtssocke. Poste mal jetzt ein paar Weihnachts-Emojis, wenn ihr die auch voll cool findet. Daran sieht man mal, was für ein Weihnachtsfreak ich bin. Der Lebkuchenmann sieht auch sehr nice aus. Der chillt aber so richtig auf dem Sofa. Ich würde sagen, jetzt kann es losgehen. Denn wir haben es jetzt 3 Uhr. Kann man das einigermaßen erkennen? Tada! Da ist es, Leute. Den hier meintet ihr irgendwie? Elf Pet Santa's Reindeer Rescue? Also, irgendwie hat es... Oh mein Gott, habe ich nicht mal so ein Rentier geöffnet? Um zu schauen, was da drin ist. Das Herz kommt mir so bekannt vor, Leute. Ich weiß nicht, Leute. Oder soll das heißen? Ja,
Du hast sowas aufgeschnitten, also ich bin erst recht auf der Liste der Bösen. Also, keine Ahnung, was soll das bedeuten? Also ich würde sagen, ich schmeiße mich jetzt eben in meine Weihnachtssocke hier, damit es schön gemütlich und warm ist. Woo! Hat doch irgendwie was von Meerjungfrauenflosse. Yay! No way! Leute! Es fängt gleich an mit so Weihnachtsmusik. Also ich meine, das ist ja oft bei Filmen so, aber irgendwie erinnert mich das auch an die Warteschleife vom Elf on the Shelf. Zufall? Ich glaube nicht. Warum sind die da irgendwie eher süß? Außer, dass die meisten von denen irgendwie einen Schnurrbart haben. Aber warum sind die cute? Bei dem, den ich angerufen habe, okay, es ist die verfluchte Nummer. Aber warum ist der so aggro? So aggro. Aber bevor wir weiter gucken, probieren wir mal eben den Punsch hier aus. Schmeckt eher so wie Saft. Also ich meine, das ist ja auch Saft und so gemacht, aber ich glaube, so einen richtigen Punsch könntest du niemals so trinken, weil der einfach viel zu intensiv schmeckt, finde ich. Der schmeckt dann irgendwie gar nicht mehr so gut kalt, aber das kannst du halt auch so trinken. Irgendwie anders, aber irgendwie mag ich es auch. Leute, ich wusste ja, dass es immer angeblich viele Elfen gibt, die für den Weihnachtsmann arbeiten. Aber so viele Elf on the Shelf, Leute? Alter, was ist los hier? Ich habe mir das noch nie so bildlich vorgestellt. Aber ja, jetzt weiß ich, wovon der Elf on the Shelf immer redet. Irgendwie seltsam, den Film zu gucken. Oh mein Gott, die sitzen da genauso und beobachten live. Und dann sagen die auch noch, es gibt so viel zu tun für Santa und so weiter. Die arbeiten so viel für Santa. Wieder etwas, was mich total an den Elf und den Chef erinnert hat. Der beschwert sich doch immer, dass er so viel zu tun hat und man ihn aufhören soll zu nerven und so. Also irgendwie fühle ich mich gerade veräppelt. Die sagten, Menschen sind die Besten. Warum fühle ich mich nicht so behandelt? Ohne uns hätten die noch nicht mal Arbeit, sagten die. Also, das wäre vielleicht ein Argument, was ich mal bringen sollte. Da wir jetzt bei der Hälfte des Films ungefähr angekommen sind, ist es jetzt Zeit für Beckys Candy Challenge, Leute. Ich dachte mir, ich probiere mal eben die hier. Die sehen ein bisschen weird aus. Ich glaube, das soll eine Schlange sein. Sehen ein bisschen sehr lang aus. Oh, ein bisschen sauer. Irgendwie muss ich voll lange kauen. Aber die schmecken eigentlich ganz lecker. Also die sind schon mal richtig gut. Aber ich finde, im Winter, beziehungsweise Herbst, ist Schokolade immer beste. Weil das schmilzt ja auch nichts. Ne? Im Sommer kannst du Schokolade vergessen. Aber im Winter, die kalte Jahreszeit muss man ausnutzen für Schokolade. Boah, Haselschokolade. Ein bisschen sehr süß. Schmeckt aber gar nicht so arg nach Zimt, wie ich dachte. Schmeckt ein bisschen so, als hätten die so Zinni-Mini-Stücke reingetan. So eine Art schmeckt das. Und Leute, ich mülle euch jetzt nicht mit meinem Essen hier zu. Keine Sorge. Es geht gleich weiter. Ich will ja auch noch sehen, was in dem Film passiert. Aber ich muss das eben probieren. Mal gucken, wie das so schmeckt. Ich hoffe, da ist dieselbe Creme drin. Also für alle, die Nuss total nervt da drin, für die ist das auf jeden Fall was. Ich finde, da könnte ein bisschen mehr Creme sein, aber es ist so weich und oh, lecker. Oh mein Gott, in dem Film gibt es die Lösung zu dem Herz. Warum das so glitzert, was da überhaupt drin ist. Da drin ist irgendwie eine Flüssigkeit, die angeblich diese kleinen Rentiere dazu bringt, groß zu werden. Aber es muss aktiviert werden durch Liebe. Warum ist dann überhaupt dieser Elf so aggro zu mir? Ich verstehe das alles nicht. Aber ehrlich jetzt, ich habe jetzt langsam ein paar Antworten auf meine ganzen Fragen. Leute, ist das gerade ohne Mist geklopft? Oder habe ich mir das gerade eingebildet? Kam das vom Film? Die haben gerade irgendwie vom letzten Bericht geredet und dann hat es angefangen zu klopfen. Gott, der klopft! Ganz bisschen geklopft.
wie das da tatsächlich funktioniert. Das ist richtig gruselig. Okay, jetzt klang das ein bisschen aggressiv, Leute. Soll ich gucken? Ich weiß nicht, ob ich gucken soll. Meint ihr, das ist der Elf und der Chef? Ich meine, ich habe den Film ja noch gar nicht zu Ende geschaut. Aber die haben irgendwas gesagt vom letzten Bericht. Und jetzt klopft es auf einmal zu voll. Ich glaube nicht. Okay, Leute, was meint ihr, ist vor der Tür? Soll ich einfach mal schauen? Ich glaube, ich mache es einfach. 1, 2, 3. Hä? Leute, was ist das? Ich sag mir nicht, das ist das Geschenk, aber warum ist das mit Grinch-Papier? Leute, da ist einfach mal der Grinch drauf. Das ist voll gruselig. Ihr sagt mir nicht, dass es jetzt das, wovon der Elf und der Chef geredet hat. Ist es jetzt tatsächlich für mich? Oh mein Gott, das ist voll schwer. Ist das für mich? Hier steht kein Name dran. Leute, hier ist auch keiner. Wer hat das da hingelegt? Oh mein Gott, das ist voll gruselig. Das ist richtig gruselig. Soll ich das jetzt mit reinnehmen? Soll ich da mit euch zusammen reingucken? Was ist das für ein Geschenk? Aber warum mit dem Grinch drauf? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist doch kein Zufall mehr. Was hat jetzt der Elf und der Chef mit dem Grinch zu tun? Okay, wisst ihr was? Ich nehme das jetzt einfach mit rein. Wir schauen da gemeinsam rein. Wer hat das hier hingelegt? Und woher hat die Person meine Adresse, Mann? Das ist richtig gruselig. Was ist da drin? Aber warum ist es ein Grinch-Papier? Ich habe mich Angst. Alter Schwede, das ist richtig gut eingepackt. Hier ist eine schwarze Box. Warte, da klebt was. Da klebt was dran. Leute, hier ist eine Nachricht. Na, magst du dein Geschenk? Finde heraus, welcher Grinch verflucht ist. Viel Spaß, du freches Kind. Oh mein Gott! Wie sieht der denn aus? Leute, das ist das Elf und das Chef-Geschenk, oder? Aber Grinch... Warum ist es so grün? Und eingepackt mit Grinch. 1, 2, 3. Was ist das? Hier sind so viele... Grinch-Puppen drin. Ey, sag mir nicht, ich muss eine Nacht mit denen verbringen. Oder 24 Stunden. Ich soll ja herausfinden, welcher Grinch verflucht ist. Aber warum? Ich wusste, der veräppelt mich. Ich wusste es. Was ist das für ein Geschenk? Ich bin das komplette Gegenteil vom Grinch. Warum kriege ich dann so ein Paket mit... Grinch-Puppen. Und guckt euch diesen gruseligen hier an. Die Frage ist jetzt, wer hat das Paket jetzt da hingelegt? Und soll ich das wirklich machen? Ist das die Rache, weil ich das mit den Elfen und dem Chef gemacht habe? Und jetzt kriege ich solche gruseligen Dinge?